Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink mit Fox McCloud auf der Switch. Exklusiv ist Fox McCloud außerdem auf der Switch, nur mal so nebenbei. Und ja, wir werden jetzt einfach mal zurückfliegen, denn wir haben den Kern gerade rausgeholt aus irgendeinem monströsen Gerät. Und ja, jetzt sind wir auf dem Rückweg, wie man sehen kann. Man kann ruhig versuchen, irgendwo, also man kann natürlich nicht gegen eine Wand fliegen, das geht nicht. Aber man kann über kleinere Unebenheiten fliegt das Gerät automatisch rüber, so wie hier zum Beispiel. Hui. Was sehr cool ist. Und es lässt sich auch wunderbar steuern, das Gerät, muss man auch sagen. Und repariert sich natürlich nach einer gewissen Zeit wieder von selbst. Hui. So, seht ihr, ein bisschen Schaden macht man schon. Aber wir fliegen jetzt zurück, denn wir brauchen, wichtig, wir brauchen Energie für das große Raumschiff. Und die bekommt man nicht einfach nur so, sondern die bekommt man, wenn man... Oh, sie sind zurück. Ja. Objekt abliefern. Ich hab den Extraktorkern. Aber sicher, hier ist der Kern. Hervorragend. Die Nova-Extraktion sollte nur einen Moment dauern. Ich muss einen Ersatz für mich finden. Hä? Naja, müssen Sie nicht einen Captain finden? Noch dazu einen Captain, der Nova herstellen kann? Ihre Crew könnte einen lokalen Experten brauchen. Und im Kampf bin ich auch nicht übel. Das ist nicht meine Crew, also müsst ihr sie fragen. Vielleicht können sie es sich vorstellen. Keine Ahnung. Dann ist jetzt wohl ein Sabbatjahr angesagt. Wir sehen uns dort. Ich muss nur den vermaledeiten Assistenten finden. Wie können wir den nochmal finden? Oh. Gern geliefert. Hey Leute, ich habe das Nova für euch. Ich komme jetzt zurück. Tolle Arbeit. Bis bald. Mann! Diese Leute hier haben die besten Snacks. Hey, hör auf, dich mit diesem Zeug voll zu stopfen, sonst wirst du noch ganz schläfrig. Wir müssen hellwach sein, wenn wir Wolf erwischen wollen. Okay, wir gehen mal, reden mal kurz eben. Ich konnte hier doch irgendwas kaufen, ne? Okay, das kann man zu einer Raffinerie liefern. Okay. Keine Schiffe zu reparieren. Gut, ich will einmal kurz ins Menü gehen. Guck mal die Ausstattung gucken. Also guck mal da. Frost. Man kann da auf jeden Fall irgendwas aktualisieren. Wir haben links haben wir das und rechts haben wir. Okay. Waffenmods da unten. Y. Drücken wir mal drauf. Gibt es hierfür auch Mobs? Yes. Okay, ausrüsten haben wir. Ah, okay. Ausrüsten, was ist das? Waffenmunition, Schnellmunition, gewöhnlich. 20% Feuerrate und 25% mehr Schaden bei einer. Okay, machen wir. Von anderen Teilen entfernen. Um diesen Mod auszurüsten, wird sie entfernt von Frostwehrfeuer. Okay. Was haben wir hier? Aufprallverstärker. 10% Chance, Ziele zurückzuwerfen und ins Stolper zu geraten. Die Reichweite wird erhöht. Die Reichweite ist auch super, wenn die erhöht wird. So. Haben wir für ein Feuer auch irgendwelche Mods? Achso, okay. Ne, okay, dann machen wir den, die Feuerrate lieber hier hin. Und beim anderen... Mehr Mods haben wir gar nicht, ne? Schade. Was ist das denn hier? Sammle diese Waffe, um sie deiner Sammlung hinzuzufügen. Okay, die kriegt man wahrscheinlich später. Gucken wir mal, was ist das andere? Ja, das hier, Flügel. Okay, wir haben den A-Wing-Flügel. Kann man irgendwas machen? Nö. Wahrscheinlich kriegt man auch irgendwas noch dafür. Aber, nö, hier kann man nichts machen. Okay. Schiff an sich. Wir haben den A-Wing, das ist klar. Oh, da gibt es Schiffsmods. Sammeln wir auch mal ein. Was gibt es denn da für Mods? Ausrüsten, verbessere... Gewöhnlich. 20% mehr Geschwindigkeit und mehr Handling ist besser. Aufladegeschwindigkeit, Pilotenfähigkeit, 100% Gesundheit bei erfolgreichem Reflektieren, 5% Widerstand für Verbündete in der Nähe. Panzer, gewinnen wir mit dem Panzer. Hier haben wir leider keine. Okay, Pilot. Was kann der Pilot? Auch noch irgendwas? Pilotfähigkeiten. Ah, guck mal hier.
Box bei Cloud, lassen wir es krachen. Ist alles noch gesperrt. Kann ich leider auch nichts machen. Die kann man verbessern, verbessern. Du brauchst noch einen Fertigkeitspunkt. Okay. Wenn ihr jeden Punkt mit verschiedenen Waffen und Fertigkeiten und Erfahrungen. Okay. Gut, können wir noch nicht machen. Macht ja aber nichts. So, Sternkarte, Equinox, Sammlung, Mission. Hey. Super. Also, zurück zur Basis. Ich kann mal relativ zügig fliegen hier, muss man auch sagen, ne? Ja, wir decken die Karte immer weiter auf, desto besser wir, desto weiter wir kommen, wie man sieht. Bin gespannt, wie es endet, wenn wir hier fertig sind mit dem Planeten. Oh, das war natürlich dumm. Zack, und wieder hinstellen. Ich bin fast da. Gut, sobald wir das Nova geladen haben, sollten wir startbereit sein. Haben wir schon? Und dann suchen wir St. Grant. Genau. Ja, es sei denn, er ist... Naja. Levi, was zum Teufel? Was? Ich hoffe, er ist es nicht. Ich meine ja nur. Keine Sorge, er ist unser Captain. Wir lassen ihn nicht im Stich. So, mitnehmen. Und los geht's. Puh. Ja, jumpen kann man auch. Ein bisschen springen. So richtig viele Tiere haben wir jetzt noch gar nicht gefunden. Aber das macht auch nichts. Ich finde mir noch ein paar andere Tiere. Die kennen wir schon. Ja, was also wichtig ist, das kann man ja alles später verkaufen. Ich nehme es dann auch mit. Yes. Gut. Diese Richtung. Okay. Was passiert, wenn ich die Tiere angreife? Wow. Nichts gegen das auf Corneria. Probiere deine DNA-Scanner an diesem Tier aus. Ich kann die Sequenz mit der Datenbank abgleichen, die St. Grant erstellt hat. Ja, haben wir auch schon. Brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Hier ist die Equinox. Muss auch irgendwie wieder hochkommen. Ich bin hier. Wie übertrage ich euren Treibstoff? Öffne deinen Schiffscomputer. Vom Equinox-Bildschirm aus solltest du die Reparatursequenz starten können. Okay. Also ich muss ganz kurz mal dazu sagen, der Controller, wir spielen ja mit den Joy-Cons und oben drauf an diesem Adapter hat man das Flugzeug. Ich spiele immer so, dass ich meine Hände so ein bisschen unter dem Tisch habe. Das geht hier mit irgendwie gar nicht mehr, weil das ist ungefähr, ich würde sagen so 15, 16 Zentimeter hoch, das ganze Ding. Also insgesamt mit Controller und allem. Naja. So, also Kernsystem. Reparierten Wirbel. Upgrade abgeschlossen. Okay, jetzt müssen wir noch was anderes haben. Gut. Wenn wir noch mehr tolle Sachen finden, können wir die Equinox vielleicht weiter verbessern. Ah. Bis dahin mal sehen, ob das klappt. Gut. Das war ein gezielter Schlag. Die haben unseren Kern durch die Hülle geortet. Tja, mit so wenig Nova locken wir niemanden an. Das ist sicher. Doch, wenn Masons Berechnungen stimmen, müsste es reichen, um wieder starten zu können. Ja, oder genug, um in die Luft zu fliegen. Na los, Chase! Ah, schon ein geiles Raumschiff irgendwie. So, wir sind wieder im Weltraum. Flugfähigkeit wiederhergestellt. Sehr gut. Gut, okay. Deine Triebwerke sind wieder repariert. Viel Glück bei deiner Suche, Fox. Nicht so schnell. Ich habe darüber nachgedacht, was Mason vorhin gesagt hat. Wir sollten zusammenarbeiten. Irgendwas sagt mir, dass wir mehr Mitkämpfer brauchen werden. Das gleiche gilt für euch, Leute. Also, was meint ihr? Ja. Das ist eine tolle Idee. Besprechen wir das auf der Equinox. Sobald du hier bist, würde ich mir dein Schiff auch gerne mal selbst ansehen. Okay. So, fliegen, R gedrückt halten. Aha. Ubisoft präsentiert. Das war ein langes Intro. Eine geile Musik. Okay, wir fliegen mal in den Weltraum.
Ist euer Ernst? Lade die Update-Datei runter, um in den Weltraum zu kommen. Krass, oder? Ich dachte, das hätte er jetzt im Hintergrund getan. Hat er gar nicht. Das ist ja wunderbar. Machen wir doch glatt. Das war also eine kurze Folge, aber dann sehen wir uns wieder in der Folge, in der nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.